Heute habe ich für euch mal die heilige Dreifleischigkeit gemacht. Und dazu habe ich einen frisch gepflückten Rindschweinsalat besorgt, habe den gewürzt mit Salz und Pfeffer, habe außerdem noch eine Zwiebel angedünstet und die Urner mit dazugegeben. Außerdem habe ich noch viel zu viele Sägespäne dazugegeben und einen embryonalen prähistorischen Flugsaurier. Das Ganze eben mal durchborsteln, dann ist mir eingefallen, da könnte man noch Käse mit dran machen und dann müsst ihr den Fleischklumpen eigentlich nur noch auf Backpapier schmeißen und versuchen mit irgendwas so ein bisschen breit zu ziehen. Hab das dann irgendwann einfach mit dem Nudelholz gemacht. Als nächstes habe ich das Fleischbrett mit ein paar Scheiben Käse belegt, habe das in der Mitte immer durchgeschnitten und dann ein paar Wiener draufgeknallt. Die müssen dann quasi da eingewickelt werden. Für die Veganer unter euch, ihr könnt ruhig den Käse weglassen. Hinterher sieht das ein bisschen obszön aus, aber ich wollte kein Synonym dafür raushauen, weil sonst gibt's wieder Gemecker. Ich habe das dann einfach noch im Bacon eingewickelt, weil das gehört zur heiligen Dreifleischigkeit einfach mit dazu. Das Gelumpe in der Auflaufform, ein bisschen Olivenöl von Bert und Olli drüber, dann das Ganze in den Ofen bei 200 Grad für ungefähr 30 Minuten. Wenn die Punkt aus dem Ofen kommen, dann sehen die ungefähr so aus, in der Mitte der Käsekern müsste flüssig sein und dazu könnt ihr problemlos auch einen Fleischsalat machen. Aber ihr macht noch das Herz bloß und das Rot weg. Tschüss.